Tages ging Horaz über die Sacra Via, nachdenken über Kleinigkeiten und ganz in sich versunken. Plötzlich lief ihn ein Unbekannter über den Weg. Quid agis, dulcissima rerum, sua vita opinit est et cupio omnia brevis. Nun quid vos? Noris las jacti sumos, pluris hoc mihi eris. Iam dudum video, sed nil agis, usque tenero, per se qua hinc, quo nunc ita estibi, nil opus est circum agi, quendam volo visere non tibi notum, trans tiberim longe cubat is pro precesibus hortus. Nil habeo quod agam et non sum figa, usque secate. Si bene me novi, non viscum pluris amicum, non varium facies, nam quis me scrivere pluris, aut sitius passit, versus. Vis membra movere mollius, invidiat quod et hermogenes, ego canto, est tibi mater cognati, quis ti salvo est opus. Haut mihi quistam omnes compos sui. Felicet, nunc ego restu, confice. Da erinnerte sich Horaz an die Worte der alten Seherin Sabella. Den wird weder scharfes Gift noch feindliches Schwert töten. Nicht Nierenleiden oder Husten oder Altersgicht. Ein Schwätzer wird ihn irgendwann fressen. Die Schwätzer wird er, wenn er klug ist, meiden, wenn er erwachsen geworden ist. Es war schon ein Viertel vom Tag vergangen und sie befanden sich beim Vestertempel. Als sie beim Gericht vorbeigingen, fiel dem Zudringlichen ein. Na, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich noch einen Gerichtstermin habe. Nicht, dass der Bardus da noch blieb. Bardus heißt übrigens Idiot. Gesalze nicht und hilf mir doch ein bisschen. Du glaubst, dass ich mich mit dem auskenne? Ich kann dich nicht beim Paragraphen Paragleiter unterscheiden. Und das ist echt nettig. Der Zudringliche denkt nach. Weißt du was? Ich lasse jetzt einen Termin aus. Mit dir spazieren gehen macht viel mehr Spaß. Der Zudringliche ging weiter und Horaz hatte keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Ja, das ist ja, das liegt da an, das weiß ich nicht. Du, was hast du denn mit dem Mäzenas dort da? Sagst du, es so Besties oder eher so Kollegen? Ja. Da gibt's ihn nicht. Scheiden leider. Ja, so wie du dein Leben nutzt hast, kannst du mir eh erst einen Helfer einstellen und mir dann gleich einen Mäzenas bestellen. Will im Honesten, wie du denkst. Das ist die beste Hirten, was es überhaupt geben dort und die ist am weitesten weg von allen Lappen. Und überhaupt, du hast das jeder gleich, egal ob er jetzt Bücher frisst oder Geld scheißt. Wie geil, Mann! Ja, da sagst du, gell? Jetzt wird er nur noch mehr eine. Wenn es echt mehr kannst, musst du nicht so weit tun, wie es jetzt tust. Dann schaffst du es sicher. Das meinte Horaz natürlich nicht ernst. Zuerst musst du nicht nett überreden, nachher packst du. Ja, easy. Ich werde einfach das Sklaven mit ein paar Geschenke bestechen. Und wenn es heute nicht klappt, probier's halt morgen nochmal. Sitzt stark hier einfach. Das Leben schenkt den Sterblichen nichts ohne große Mühe. Woher kommst du? Wohin gehst du? Wolltest du mir nicht dein Geheimnis erzählen? Ein anderes Mal. Wir haben Sabbatruhe. Oder willst du die Juden verhöhnen? Ich habe keine religiösen Bedenken. Aber ich. Also ein anderes Mal. Du Schändlicher, wohin willst du denn? Kann ich dich als Zeuge bei meinem Prozess nehmen? Ja, natürlich. Du kommst jetzt mit mir.